Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne, zu einer schönen weiteren Folge Stranding Deep mit mir und dem lieben guten Dussel. Und es geht in die nächste Folge. Und jetzt darfst du dein Sägewerk bauen, mein Lieber. Nein, das ist ein Sägeblock. Sägeblock. Ist doch alles das Gleiche. Aber, also, wir haben gerade geschlafen, nicht, dass ihr euch wundert, dass schon wieder hell wird. Hier lag irgendwo ein Hammer. Und der Hammer, der geht so. Ja, bitte. Da, guck mal, da liegt die Pipi-Pflanze. Ich habe sie mal markiert. Die einmal bitte in den Container packen, der da irgendwo liegt. Ja, da, den hier. In das Gebüsch. Ja, liegt der wunderbar. Hier ist noch einer. Wird er größer. Oder hast du gerade den Hammer genommen? Nee. Da ist der Hammer. Ich brauche dafür einen Holzhammer. Was ist denn das? Ist auch sehr dunkel, ne? Wieder. Ja, wie gesagt, es wird gerade hell. Fernglas? Warum liegt denn hier im Fernglas? Feuerstelle, Ruheofen, Blätter, Baum. Was gebaut. Ich habe immer noch Pünktchen von meiner Vergiftung, aber ich bin. Weißt du, oder wisst ihr, was geil wäre? Bin ich ehrlich? Wenn nachts die Fackeln angehen würden, irgendwie, wenn man das so regeln könnte. Man müsste vielleicht, obwohl wir müssten es vielleicht uns mal angewöhnen, abends Fackeln anzumachen, hier im Lager. Oder irgendeine, ey, so eine Pistole, wie heißen diese Leuchtraketen? So, jetzt haben wir den Sägeblock. Den Sägeblock stelle ich hier hin. Guck mal hier, so an Stein, das ist doch geil. So, jetzt mache ich erstmal was. So. Dann können wir jetzt mit dem Sägeblock und. Kann man sowas bewegen? Nee, ne? Nein. Planken. Ganze Holzstämme und so. Ganze Holzstämme und der Sägeblock können wir Planken herstellen. So. So, ich könnte noch ein Regal bauen. Was ist denn das? Holz, Haken, grober Speer. Was denn? Wie mache ich denn das Lager? Fürs Holz. Hast du mehr als ein Holz? Ja. Zeig mal, wie viel Holz du in der Hand hast. Ja, gut. Geh nochmal raus. Ja. Drück mal R1 gedrückt halten. Ja. Da rechts. Rechts oben. Ah, ja. Das hatte ich gerade nicht. Ja, manchmal macht er das. So. Soll ich ein Containerregal hier draußen hinstellen? Oder willst du die Motorsachen auch nach drinnen stellen? Ja, können auch nach drinnen. Oder stell sie draußen hin, ist egal. Okay, gut, guck mal. So, Containerregal steht. Diese Regale bauen wir, wie gesagt, auch nochmal aufs Floß. Damit wir da auch safe sind. So, dann wollen wir noch mal gucken. Wieder Kartoffeln. Wir haben die ersten Kartoffeln für unsere Distille. Ja? Ja. Cool. Das ist richtig geil. Das heißt, wir können bald mit Moped fahren. Wir fahren auch mit Moped. Mit Motorboot, ne? So, mal gucken hier. Achso, warte mal. Einmal Anzündholz lasse ich hier hinten. Stapel. Ja.
Okay, wunderbar. Weil dann ist das nicht so im Weg halt. Aber guck mal, ist es viel angenehmer, wenn du hier so. Das fällt mir jetzt erst auf. Was denn? Da steht ja was drauf, ha? Motorboot. Ah! Geil! Cool, wusstet ihr das? Wenn nicht, haut es unten in die Kommentare. Alter, wie geil ist das denn? Fällt dir was auf bei dem obersten? Da steht Motorboot. Ja, und unten noch. Nee, da steht Motor. Da oben Stimmt. habe ich jetzt schon einen hohen R hingesetzt. Na gut. Ja, also es wird so auf kurz oder lang kommen, dass wir das Ganze mal offscreen beschriften werden. Müssen wir mal machen, ne? So, jetzt haben wir keine Planken mehr. Doch. Eine. Ja. Kann man das eigentlich auch ausrichten? Natürlich noch Was besser. denn? Das ist ja geil hier. Da kannst du jetzt, wie gesagt, mit dem Holzstamm kannst du da hingehen. Haben wir hinten nicht noch Holzstämme? Hatte doch, hier ist noch einer. Zack. Kann ich euch das nämlich mal zeigen. Das ist cool. So, und dann kannst du hier planken. Ja, wie viele Planken kriegen wir raus? Eine. Eine Planke aus einem Baumstumpf. Okay, das war nicht viel, ne? So, wir wollten, was wollten wir noch machen? Ich wollte noch mal. Eins, zwei, drei. Eine. Tag 28. Alter, was ist denn hier los? Und die denn alle her auf einmal? Wie lange braucht denn so eine Palme, bis die wächst? Weil hier, wir haben ganz viele Palmensetzlinge. Weiß nicht warum, ne? So, was hat das Zille bei den Beeten auch drin? Noch eine Kartoffel. Jetzt geht hier unsere Kartoffelzucht los. Ja, das ist cool. Wir bräuchten auf jeden Fall. Und wir haben unseren ersten Treibstoff, Leute. Das ist richtig geil. Das Wasser kommt ganz schön hoch. Ich glaube, wir müssen hier unser Boot sogar noch mal erweitern. Ja. Kisten unten. Ein bisschen alles höher machen. So, Essen werde ich jetzt machen. Das gesehen? Ich habe auch noch eine markiert. Schon wieder eine weggeflogen.
da. Das ist wie vorhin. Warst du da drin? Nee, hast du nicht gesehen, ne? Total geil, ey. Und zwar, ich muss dir das gleich zeigen. Bei dem einen Dashcam-Videos. Ey. Warte, ich muss ihm das einmal gucken. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Ich will den Schirm aufmachen und... Dann fliegt er von uns vor der Tür. Was muss denn da rein in den leeren Holz, ne? Ja. Am besten ist es, wenn wir nicht komplett leer machen, dass wir immer noch das Holzlager auch dann haben. Ja. Ich habe Feuer gemacht. Okay. Geht's dir gut? Mhm. Okay. Ich muss mich essen auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, was wir an Treibstoff haben. Mhm. Das ist so eine 50-50-Chance, ne? Um mal zu sagen, ey, wir fahren gleich mal mit dem Boot rüber, ne? Ja. Ja, wir brauchen auch unbedingt. Ja, hier haben wir noch Taube. Taube. Das nennt sich übrigens ein Löwe. Hier haben wir auch noch eine wieder. Also, ich mache jetzt einfach mal eine Runde um den. Okay, halb voll. Halb voll? Halb voll ist das Punkt. Gibt's auch halb leer? Wo bist du denn? Ich stehe auf dem Floß. Möchtest du mitkommen? Ach, da bist du. Was sagen eigentlich die Kartoffelpflanzen? Ja, Kartoffeln habe ich gerade geerntet. Das ist ja geil. Wollen wir nicht einmal rüberfahren? Was denn? Ja, dann, achso, dann lass uns vorbereiten. Dann lass uns irgendwie ein paar Kisten mitnehmen. Wir können einfach mal rüberfahren. Ey, was soll denn passieren? Dass wir drüben stecken bleiben? Wollen wir das Boot vorher mitnehmen? Ja, pack mal oben drauf. Nehmen wir mal ein paar Kisten mit. Also wie gesagt, Regale kommen noch aufs Boot drauf. Okay, ich lass los. Hast du Kisten? Ja, ich hab ein paar. Ich bräuchte noch. Hast du noch mal eine Axt für mich? Oder soll ich eine mir schnell. Warte mal, ich kann mir auch schnell eine machen. Was brauchte ich denn dafür? Obwohl, ich wollte erstmal was essen. Ja, sieh zu. Ich treib gerade ab auf los. Wir haben nämlich keinen Anker. Seht ihr das auch? Ich sehe das Haus nicht, aber ich sehe die Kisten im Haus. Ja. Sieh zu.
Ich treibe mal weiter ab. Ja, dann warte, dann komme ich. Dann ist es halt so. Hast du Essen mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Ich brauche nichts. Meine Achse, hast du Kisten, hast du? Ja. 4 Stück. Ich kann ja drüben eine Axt machen, das ist ja nicht schlimm. Brauchst du Stein? Na gut, das werden wir ja wohl finden. Ich komme nicht drauf. Jetzt. Du kannst dich auch reinsetzen. So. Los, gib Gas. Werf an den Hobel. Ist ja auch gar nicht laut. Nimm aber die nahe. Ich sehe nichts, das ist das Problem. Ach, in den Boden, ne? Wir stranden. Das heißt, Spanic Deep, ja? Volle Kraft voraus jetzt. Oder ist der Hammer? Wie? Leer? Nein. Was soll ich wohl gerade sagen? Zu mir kam ein Hund mitgenommen. Was machst du denn hier? Ich pack das Boot gerade weg. Ach so. Reicht oder was? Ja. Du, da ist Gabi. Wir nennen ihn jetzt einfach Gabi, je nach Mai. Oh ey, hoffentlich, Alter. Ey, du kannst sogar rückwärts fahren? Ja. Das passt nicht. Alter, mach keinen Scheiß, ey. Die ersten Fahrversuche von Düssel, ey. Alter, wenn wir runterfallen, sind wir tot. Wir hätten speichern sollen. Ich frag mich gerade, wie ich hier lenke mit. Kannst du mal zu mir kurz gucken? Genau, fahr mal zurück, ich gehe aber still speichern. Alter, wo? Das ist ein ganzes Boot vor uns. Aber du siehst, wie viel Benzin wir haben, oder was? Ja. Kann ich das auch sehen? Ja. Ach da, Floß. Geil. Richtig cool. Also wir... wir holen uns jetzt Baumstümpfe. Wir nehmen ganze Palmen mit und legen die einfach drauf. Oder das. Also wir brauchen Baumstümpfe, weil ich will da jetzt Regale drauf knallen, damit wir da Kisten drauf machen. Ja, und das Floß muss größer, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt tatsächlich noch einmal nach rechts gehen. Oh, da ist ein Krabber. Wo hast du? Erzähl mir jetzt bitte, dass du irgendwas mit hast. Das willst du vielleicht gleich... zum Kaffee trinken einladen hier oben drauf. Hast du einen Speer dabei? Du hast da liegt. Alge. So, ich hol mal her. Ach, du hast sogar noch einen. Jetzt kommt. Au! Du blöde Pute. Ich hab kein Inventar. Ach so. Du hast kein Inventar. Ja, also mein Inventar ist voll. Ja, Entschuldigung. Ich habe mich dazu gerade entschieden, dass ich einmal kurz speichere. Ey, hier ist noch eine. Wo?
vor mir. Wilma! Geh ins Wasser. Es wird Nacht. Wir hatten doch hier irgendwie. Okay. So, hier sind drei Kisten. Ich wollte gerade sagen, da ist noch was, aber das bist du. Vierte Kiste. Stein. Noch ein Stein. Aber. Ist sogar ein Hammer. Den Hammer hätte ich auch noch mit. Alles mit dem Motorboot. Ey, guck mal, wie schnell wir einfach hier drüben waren. Aber wir müssen halt darauf achten, dass wir. Du nimmst die ganze Palme mit, ne? Ja, die werden wir nicht draufkriegen, die werden wir verlieren. Kann mir gut vorstellen. Ich brauche eine neue Axt auf jeden Fall, denken wir gleich. Ich habe ein paar Steine. Die Steine habe ich auch schon eingefunden. Ja, brauchen wir Holz, glaube ich, für. Ne? Ja, meine ist kaputt. Muss ich jetzt hier mal. Oh, hier sind sogar. Stöcker? Warte mal. Ich glaube nicht. Wollen wir schlafen? Warte. Okay. Achievement. So, wo bist du? Ich stehe vor dem Bett. Ja. Warte. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Oh. Ah. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich muss Wasser finden. Oh ja. Ah, scheiße. Nur noch einmal drinnen. Du oder ich? Was denn? Ja, trink ruhig. Ich weiß, wir haben Palmen gesagt, aber. Was denn? Die kann ich nicht liegen lassen. Kokosnuss. Mach die Kokosnuss auf, trink sie und gib sie mir dann, weil dann kann ich sie essen. Naja. Weil Nahrung bei mir gleich null. Hast du gar nichts mehr Nahrung? Nein. Da, kannst du essen. Bitte. Danke. Wo aber? Hier, hier. Oh, die gibt aber gut Nahrung. Ich habe hier gerade eine Palme gefällt. Sieht sie bloß nicht mehr. Das ist gut. Ja?
Okay. Ey, ich bin ehrlich, ich find's mega geil. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben den Schraubokopter. Ja. Ja, aber gut, mit dem kannst du nichts mitnehmen. Da kannst du sagen, gut, komm her. Auf der Insel sowieso gibt es vielleicht Sachen, da hast du noch was extra. Dir ein Außenlager gebaut oder sowas, mal schnell hin und her fliegen, weißt du? Aber es ist jetzt so, komm her, wir holen jetzt einfach nochmal schnell Holz. Ist das natürlich mega geil. Wir können natürlich gucken, ob wir hier auch nochmal eine Kartoffel, aber eine Kartoffelpflanze noch hinkriegen. Na gut. Ich glaube, das reicht schon, weil wir kriegen immer nur einen Baumstumpf, oder beziehungsweise vier Baumstümpfe in eine Kiste. Okay. Und die Palmwedel will ich halt auch mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe was hier gelassen. Ich habe ja was hier gelassen, weil wegen so. Wenn du mal einen Schluck trinken willst, dann kannst du das machen. Oh ja, das wäre wirklich sehr, sehr gut. Ich habe noch mal eine Palme mitgebracht. Kannst du was trinken, wenn du möchtest? Ich habe was getrunken. So, Kisten. Gut, mehr Palmen bitte nicht. Ja, ist okay. Versuchen wir, wir können spaßeshalber ja einfach mal eine Palme drauflegen. Eine komplette. So ein Baum. Wir können ja mal drauflegen. Warte mal. Ja gut, mach mal. Scheiße. Hier bleiben. Hier bleiben. Du? Kannst du mal das wegnehmen, bitte? Ich habe das gerade mich damit abgestoßen. Wieso? Ein Gondolier! Genau, wie Aus so einer. Ist nicht. Venedig! Das Gefühl, ich schwebe. Ja gut, dann lassen wir das mal. Ja, besser ist. Okay. Fünf Holzstämme kriegen wir tatsächlich hin, ne? Ja gut, ins Inventar kriegst du ja auch noch was. Ja. Ach, du nimmst die ganzen mit. Ja, nee, wir brauchen die ganzen, wir brauchen Planken. Ach, nicht klein machen, Entschuldigung, ja. Ja. Also, ich bin voll. Okay. Nee, hier ist noch einer. Und ein großer Palmer. Wie viel hast du? So, drei. Acht. 13. 15.
Ist okay. Dreier könnten wir noch reinkriegen. Mhm. Aber weiß ich nicht. Ja, ach komm, ey, ist doch gut. Lass ab, drauf, ab, los. Würde ich sagen. Möchtest du zurückfahren? Ich möchte einmal ganz kurz in das Boot reingucken. Ja, aber für was braucht, also wir brauchen sie glaube ich nicht mehr. Das nehmen wir mit. Aber ich treibe gerade zu dir. So. Möchtest du oder soll ich? Ja, ja, ich würde gerne. Gut, dann fährst du jetzt. Rückwärtsrund läuft. Da hinten müssen wir hin. Die, ne? Vor mir, ne? Nein. Du fährst gerade weg von der Insel. Ich muss drehen weiter. Die da. Weiter, 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 weiter. Alter. Nee, 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 war schon richtig einschlagen. Einschlagen war, ja, und jetzt rückwärts lang. Jetzt sind wir fast schräg. Jetzt musst du aber nach rechts lenken. Du musst nach links steuern. Ja, die Insel da hinten. Ja. Ist gar nicht so einfach, bin ich ehrlich. Ja, nicht vorhin auslachen. Gewöhnungsbedürftig, ja. Ja. Weil du musst, wenn du rückwärts fährst, du lenkst nach links, dann fährst du auch nach links. Lenkst du aber nach links und fährst vorwärts, fährst du nach rechts. Gewöhnungsbedürftig. Ja, weil das ist halt dieses Ruder, du drückst halt nach links das Ruder und das Ruder macht dann die Kurve. Aber es macht Spaß. Ja. Oh, wir sind so schnell drüben. Na, guck mal, wir haben nicht mal Viertel Tank weggebraucht. Also. Du müsstest doch mit dem Crafting eigentlich auch relativ weit sein, oder? Kannst du gleich mal gucken. Oh, guck mal, da ist ein Fluss. Motor aus. Motor aus. Oh Gott. Das Zimmer. Was sagt denn dein Crafting? Ja, geh mal Transportmittel. Können wir ja gleich mal gucken. Ja, bist du. Ja. Warte mal, erstmal mache ich ganz kurz den hier. Das ist mir gerade weggeschnappt! Ja, du kannst dich nochmal um Essen kümmern. Das finde ich schon alleine geil, wenn ich die stapel. Das ist mir jetzt schon das dritte Mal passiert. Okay. Das ist wirklich dann lustig. Sowas von gut. Es kommt jetzt auf diese Seite das erste Kistenregal. Ist halt nicht das ist das Problem. Aber die haben irgendwie Snap-Punkte, habe ich das Gefühl. Kannst du einmal ganz kurz zum Fluss kommen? Weil du siehst ja, wenn ich was craften will, auch. Ja, warte ganz kurz, okay? Lass mich einmal ganz kurz hier die Dinger wegschnuppeln, ja. Lass mich die Dinger wegschnuppeln. Du
aber jetzt ist, ich möchte es natürlich jetzt nicht mitten ins Boot stellen, sondern ich möchte es am Rand des Bootes. Ja. Sieht das gut aus? Ja, ein bisschen kannst du. Ja, das geht ja nicht. Das sind Punkte. Weil ja, okay, dann sieht so gut aus. Ist okay. Gut, dann haben wir das erste Kistenregal. Ja, stark. Warum bauen wir noch eins auf die Seite? Okay. Na, gleich nochmal Feuer anmachen. Und dann bauen wir das Floß noch einen weiter auf die andere Seite. Und dann war's das. So, zweite Kiste, egal. Nein! Was? Ich habe Feuer ausgemacht. So. So sechs Kisten, die wir automatisch immer dabei haben. Das ist gut. Okay. Wo sind denn jetzt die anderen alle? Achso, du hast ja gerade. Wo sind die Palmwedel? Hast du schon hingepackt? Nee. Kiste ist noch voll. Also die drei, vier Kisten übereinander. Die unterste ist leer, die oberste ist leer, aber der Rest ist noch voll. Ich brauche nochmal zwei Stücke. Und dann brauche ich einen. Hier ist Mr. Krabs. Ja, warum? Also, was haltet ihr von dieser ganzen Sache jetzt mit dem Boot und auch, wie findet ihr das? Dass da jetzt Kisten drauf gelagert werden können? Den setze ich noch. Oh ja, warum kann ich ihn nicht aufheben, wollte ich gerade sagen, aber das ist das Lager. So. Also wirklich sehr, sehr stark. Wir haben 25. Uns so. Geht's nicht mehr schlecht. Also wirklich. Also ich bin der Meinung, uns geht's nicht mehr schlecht. Das Motorboot hat jetzt viele Türen natürlich geöffnet, ne? Ja. Haben wir noch irgendwo leere Kisten? Nur die, die da liegen. Wenn die da nicht alle weg sind, sind alle weg. Dann haben wir keine mehr. Okay, dann haben wir ein Problem. Wir kriegen das jetzt Regal schon nicht mehr voll. Warum? Wenn wir keine Kisten mehr haben. Ist doch egal. Ah, nee, gar nicht wahr. Was erzähle ich denn, Leute? Vergesst, was ich gesagt habe. Wir haben ja da noch vier Kisten. Ja. Aber ist ja auch völlig wurscht, ob wir hier vier Kisten haben oder nicht. Hier ist noch vier Fleisch dran. Wo?
Oberste Kiste. Oh. Schön. Und da hängt genug drauf, aber... Nimm den mal runter, bitte. Ich bin voll mit Essen. Nimm den runter. Du kannst auch die zwei noch dranhängen. Sind das nur zwei? Das sind drei. Wieso durste ich eigentlich mal so viel schnell? Ich kann die nicht dranhängen. Ich kann die nicht... Ah, die ist verschimmelt. Verdorben. Verdorben, okay. Er wollte verdorbenes Fleisch. Also, es besteht jetzt die Möglichkeit. Wir haben jetzt hier noch... Ah, nee. Vergesst, was ich sagen wollte. Das bringt nichts. Wir waren schlafen, oder? Nee, wir waren nicht schlafen. Wir wollten schlafen, vielleicht. Okay, wir haben keine Kartoffeln in der Kartoffel. Das ist nicht gut. Wow, es ist verwelkt. Solange unser Boot nicht wegfällt, ist alles gut. Nö. Ach ja. Du sagst es. Mensch. Ein Anker. Exakt. Ey, ich bin... Motor? Ich bin wirklich komplett voll. Guck mal. Ich hab alles voll. Aber was mache ich anders? Ich bin eine Frau, ich kümmere mich um meine Gesundheit. Was denn? Ja, das Problem ist, du regenerierst schon, wenn du dein Essen und dein Trinken voll hast, regenerierst du Dings. Also ich brauche Essen. Ich brauche viel mehr Essen. Ja. Warte, hier. Wo bist du? Schon fertig oder was? Ja, kannst essen. Hast du zwei geworfen oder einen? Eins. Nee, hier, noch eins. Da. Jo. Okay, was sagt er jetzt? Wird schon besser. Ja, dann mach ich... Alles gut, alles gut, alles gut. So, warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir noch... Wie viele Planken haben wir noch? Ich brauche noch drei Planken für... Ein Regal auf dem Floß. Das heißt, ich nehme da jetzt einen raus, mache nochmal eine Planke. Also ich will jetzt einfach mal ganz kurz. Wir haben jetzt ein Motorboot. Das läuft. Wir sind mit dem Motorboot gefahren. Auch das läuft. Das läuft. Und ja. Wir haben viel geschafft. Wir haben ein Lager eigentlich auf unserem Boot. Ja. Wir haben jetzt hier 9 Kisten, 9 mal 5. Plätze, kannst du dir ausrechnen, 45 Plätze. Das heißt, wir können gleich eigentlich nochmal irgendwo oder könnten dann in der nächsten Folge zur nächsten Insel fahren und rufen da die ganze Insel her und sind eigentlich ausgesorgt. Ja, also wir machen noch die 3 Kisten leer. Eine habe ich ja gerade leer gemacht, hier liegen noch 2. Das heißt, wir haben das letzte Regal dann auch befüllt mit Kisten. Mhm. Und haben dann anstatt 9, 12 Kisten, 12 mal 5, rechnet es euch aus. Für die jetzt länger gebraucht haben, ne? 60 Lagerplätze. Und dann kann es tatsächlich weitergehen. Dann können wir gucken, ob wir nochmal 2 Beete machen für Kartoffeln. Wäre vielleicht auch ganz cool, bin ich ehrlich. So, Kisten sind leer. Jetzt ist meine Frage. Nehmen wir. Wie spät haben wir es denn? 19 Uhr, wollen wir schlafen? Ja. Ich habe eigentlich. Wir sind auch am Ende der Folge schon wieder. Die Zeit geht einfach so schnell rum. Definitiv. Ne? Ich würde am liebsten, könnte ich das jetzt noch 2-3 Stunden spielen? Ja! Gerade jetzt, wir haben was Neues. Wir sind, haben gerade so, boah, geil, Fluss, du kommst schneller von A nach B, brauchst die mit Rudern. Das haben wir alles. Ich mach mal kurz Pause. Das haben wir alles. Wir haben jetzt, wir können besser bauen, wir können Ressourcen besser transportieren.
Wir brauchen nicht mehr sagen, oh, Inventar ist voll. Ja, ganz ehrlich, wenn wir jetzt noch Lust haben und noch Kisten finden würden, würden wir die Kisten noch mit Inventar nehmen? Wir könnten jede Insel abfarmen ohne Ende. Ja. Man könnte jetzt anfangen, dass man versucht, den Helikopter zu bauen. Halt einfach jetzt wir so, halt. Wir sollten jetzt auch in den nächsten das Fluss ruhig noch ein Stückchen weiter ausbauen. Ich würde es gar nicht mehr ausbauen. Ich würde jetzt noch ein Dings, vielleicht noch mal eine Reihe nach vorne, das kann man machen. Ich würde auf dem Fluss ausbauen, Wasserversorgung. Ja. Noch ein, ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil es ja ein Holzfluss. Ein Räucherofen. Ja, damit man dann auch sagen kann, ey, wir räuchern jetzt hier gleich schnell auf dem Boot, fertig, Punkt. Ja, kannst du mitnehmen, richtig. Also das, was so Grundsachen sind, ne? Ja, wenn man es ganz doof macht und das Fluss richtig auspackt, kann man da sogar noch den Holz, hier. Das Ding drauf machen, die. Ja, damit man Planken bauen kann. Ja. Ey, aber weißt du, was auch wieder geil ist? Einfach, dann sage ich, bauen wir das Haus weiter aus. Weil, dann könnten wir zum Beispiel, wenn wir das Haus weiter ausbauen, zum Beispiel, lass uns doch da bauen, wo es ist, einfach hinten weiter raus. Nach hinten nicht mehr, du kannst da nicht mehr viel bauen. Okay. Weil das ist schon dieses 2x2-Haus, was ich da gebaut habe, ist halt einfach, dass du das Problem hast, nach hinten ist es abschüssig, da kannst du nicht mehr auf Stelzen bauen. Okay. Das ist das große Problem. Aber, das Ganze in der nächsten Folge. Ja, aber von mir aus können wir es auch woanders hinsetzen. Wir können auch gucken, dass wir auf eine ganz andere Insel jetzt gehen. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Die Möglichkeit ist halt da. Richtig? Ja, dass wir irgendwie sagen, wir bauen uns jetzt eine geile Insel mit einem Berg. Vielleicht da Leitern hoch. Vielleicht auch gar keine Insel mehr, sondern nur noch auf dem Boot. Wir spielen jetzt in Stranity Raft. So, das alles in der nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Koski. Ciao, ciao.